Rafi ist ein Unternehmen, das 1900 gegründet worden ist, nicht unter dem Namen Rafi, sondern als optisches, elektronisches und mechanisches Institut. Diesen Wurzeln sind wir bis heute treu geblieben. Wir beschäftigen uns mit unseren Produkten, die wir herstellen, genau mit diesen Themen. Heute sind wir eine Gruppe, die Rafi-Gruppe, mit 11 Unternehmen auf der ganzen Erde verteilt, also USA, Mexiko, China, aber auch einige Standorte hier in Europa. Rafi selber verfolgt eine konsequente Innovationsstrategie, eine Plattformstrategie. Das heißt, alles, was nicht sichtbar ist, unter der Oberfläche sich befindet, wird von uns vorentwickelt. Und alles, was sichtbar ist, kann dann individuell, kundenspezifisch, je nach Kundenwunsch realisiert werden. Die Innovation, was wir hier haben, ist ja der Joystick. Ein Standard-Joystick hat ja normalerweise zwei Achsen, das heißt, ich bewege den vorne nach hinten, rechts, links. Und unsere Innovation hier hat insgesamt 4 Achsen in dem Gesamtsystem integriert. Diese 4 Achsen werden benötigt, um das Schild von einem Pistenbully entsprechend zu bewegen und entsprechend hier diesen Schnee so aufzunehmen mit dem Schild, dass hier die Piste ideal auch präpariert werden kann. Und dazu sind dann auch entsprechend diese 4 Achsen notwendig. Der Fahrer muss während der gesamten Fahrt oder kann während der gesamten Fahrt seine Hand an dem Joystick dran lassen. Er hat hier keine Ermüdungserscheinung, das Ganze ist ergonomisch abgebildet. Und ich kann hier die Achsen in die Vorwärts-Rückwärtsstellung wie auch Links-Rechts-Bedienung. Dann habe ich diese V-Achse, um das Schild nach vorne und nach hinten kippen zu können. Und diese Rotation, diese Z-Achse, das Ganze geschieht weglos über Kraftsensoriken, die wir hier in der Achse verbaut haben. Das heißt, ich führe das mit der Hand durch, mit Kraft, aber das Ganze weglos und dadurch habe ich auch keine Ermüdungserscheinungen in meinem Handgelenk. Für unsere Plattform war das natürlich sehr wichtig. Zum einen, dass wir mit unseren Kunden darüber sprechen, dass wir hier auch die Firma Caseball gewinnen konnten, unsere Plattform einzusetzen, darauf dann wiederum kundenspezifisch diese Idee, Innovation anzuwenden und für uns natürlich ein ganz, ganz tolles Referenzprojekt, auf das wir sehr, sehr stolz sind. Nur so können wir eigentlich auch am Markt existieren, wenn wir jedes Jahr jederzeit in der Lage sind, neue, tolle Ideen und Innovationen auf den Markt zu bringen. Und wir freuen uns natürlich, neue Ideen und Innovationen hier auch vorzustellen.